Hi Leute, heute wieder eine neue Aufnahme und der Darius ist auch wieder dabei. Leider ist immer noch einer für alle der Spezialmodus. Ugh, zum Kotzen. Ach, naja. Ich werde Annie versuchen zu wählen. Vielleicht ist Darius ja so nett und nimmt ihn auch. Er ist wieder nicht im TS dabei. Er nimmt sie auch, also den Champion, aber ich hoffe, er nimmt sie auch. Ich hasse einer für alle. Also eigentlich mag ich das ja. Einer für alle mag ich. Das mit den Truhen mag ich auch. Aber einer für alle in Verbindung mit den Truhen finde ich richtig scheiße. Das Blöde ist ja, ich habe noch 4 Truhen, die ich kriegen kann. Wenn ich jetzt keine Truhen mehr kriegen könnte, dann wäre das ein richtig geiler Modus. Dann würde ich nicht unbedingt eine Truhe kriegen wollen. Also ich hoffe, entweder kriegen wir Annie für die Runde oder ein Champion, bei dem ich noch keine Truhe habe. Das hoffe ich mir. Ansonsten wird das wieder so ein richtig, richtig scheiß Spiel. Ja, okay. Wenn es ein Champion ist, den ich habe, bei dem ich aber schon eine Truhe habe, dann ist es noch akzeptabel. Aber wenn es ein Champion ist, den ich nicht habe, wird das so ein richtig, richtig scheiß Spiel, weil dann habe ich wieder keinen Bock. Habe ich keine Lust. Warum ist in letzter Zeit 2, 3 Wochen hintereinander immer derselbe Spezialmodus? Früher war das immer ein anderer? Also sie haben die jede Woche gewechselt und jetzt? Naja. Da wird schon gebannt und ich bin noch nicht mal in der Champion-Auswahl. Aber ich muss nicht bannen, das ist sehr schön. Hoffentlich haben wir diesmal auch ein paar Leute, mit denen man zusammenspielen möchte. Mit den letzten wollte ich ja nicht wirklich. Oh Mist, die haben Ezreal gebannt. Den hätte ich gehabt. Und ich glaube ich sogar, dass ich noch keine Truhe drauf habe. Aber die anderen 3 Bans sind okay, die Champions habe ich nicht. Wen bannst du als nächstes? Nein, das ist nicht. Ach komm! Okay. Leider keine Annie, Leute. Die wurde gebannt. Ich frage mal, ob sie Cho'Gath spielen wollen. Yasuo ist auch in Ordnung. Dann nehmen wir halt Yasuo. Der Tod ist wie der Wind. Bei dem habe ich nämlich noch Stets keine an meiner Truhe. Seite. Der will ein AD Carry. Karma ist nicht gut. Karma ist nicht gut. Komm, da wollte doch jemand anderes unbedingt Yasuo. Bitte lass es Yasuo sein. Natürlich! Jetzt kriege ich wieder so den Scheiß Xin Zhao. Ich habe keinen Bock, den zu spielen. Ich mache jetzt einfach auf Rüstung Magieresistenz und mache auf Tanke Leona und gehe auf Support. Konnte keinen Champion auswählen. Krass. Darius hat lauter Probleme. Wieso hat Darius lauter Probleme? In den letzten Mal musste er einen Champion spielen, eine Rolle spielen, die er nicht wollte. Oh, zum Glück hat jemand verlassen. Zum Glück. Vielleicht ja jetzt. Sie konnten keinen Champion auswählen, da sie nicht an der Reihe waren. Oh, wie geil. Ich glaube, man mag mich heute nicht. Glaube. Mist. Ach nee. Glaube ich auch. Lol. Mag ihn heute wirklich nicht. Ich auch. Der neue funktioniert. Neue funktioniert ja nicht richtig. Ist echt krass, da bringen die einen Client raus, einen neuen, sagen, das ist der ist Open Beta Client, der ist jetzt schon im Beta.
Und dann fehlt die Hälfte aller Funktionen in diesem Client. Die da sind, die funktionieren nicht richtig. Und dieser Client ist so scheiße programmiert, dass er bei mir, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, alle 10 Sekunden einen Lag verursacht. Also wenn er Lags verursachen würde und wenn Bugs drin wären, okay, aber dann wäre es ein Beta-Client. In Ordnung. Aber es fehlen ungefähr die Hälfte aller Funktionen. Okay, das ist wieder übertrieben, ich übertreibe gerne. Sagen wir, ein Viertel aller Funktionen fehlen, die noch hinzukommen. Das heißt, es kommen noch neue Funktionen hinzu. Laut Definition ist das ein Alpha-Stadium. Das ist ein Alpha-Client. Ach Mann, schon wieder Annie! How about Cho'Gath? Oh, Yasuo. Oh, Diana. Ich nehme Diana. Ein neuer Mond geht auf. Oh Mann, Darius kann ich wieder nicht picken. Diana habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Eine 50-50 Chance. Bitte lass es Diana werden. Bitte. Und was ist es? Alistar! Na toll, den habe ich nicht! I don't have Alistar. Will be a bad game. Oh Mann. Ich mag Alistar an sich, aber das wird wieder so richtig scheiße. Warum wird eigentlich nie mein Champion gepickt? Der wird nie, immer wenn es 50 oder sowas Chance, wenn es eine Chance ist, wird nie meiner gewählt. Habe ich noch nie erlebt. Das ist mir egal, ob es der beste Champion ist. Darius kommt sie wieder kein Auswählen. Oh Mann, bitte verlass doch einfach jemand. Ich habe keine Lust. Mann. Ganz ehrlich, Leute, ich werde einfach nur ganz stupide spielen. Wie in Wood 5 Player. Ich habe keine Lust auf den Scheiß. Immer muss ich einen verdammten Champion spielen, den ich überhaupt nicht spielen will. Das ist so ein Scheiß. Nur weil ihr... Immer kriegen die anderen ihre Champions. Nie kriege ich. Und Darius konnte wieder nicht auswählen. Was ist das eigentlich für ein Scheiß? Ich habe den einmal vor, glaube ich, 5 Jahren gespielt, aber war frei spielbar. Ansonsten nie. Ich werde einfach zack. So. Ich werde einfach den normalen Scheiß bauen. Ich habe keine Ahnung, was die Fähigkeiten machen. Es ist mir scheißegal. Ich werde einfach auf die Lane gehen. Ich werde auch nicht pingen oder sonst was. Ich werde einfach hingehen. Ich werde jetzt auch nicht in den Dschungel gehen und da Wache stehen. Wo ist, was ist das jetzt? Ich habe schon wieder Lags. Wache stehen. Nein, ich werde einfach da hingehen. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Und fertig. So, wer ist mit mir Bot? Darius. Wenigstens das. Bad game. Don't want to play Alistar. I'm tilted as fuck. So. Ja, er sagt chill. Wo er sein Champion bekommen hat. Er hat ja Alistar zumindest. Oder wollte er? Keine Ahnung. Zumindest ist der einzige. Die Vasallen sind erschienen. You have to play what's picked. Ja, das ist es ja. Das ist ja das, was. Ja, genau, ich bin wütend. Alistar fühlt mit. Dem Evelyn. Er hat ja recht. Er hat recht. Und ich spiele einer für alle tatsächlich nur. Nur, wirklich nur wegen dem Let's Play. So mag ich das eigentlich nicht. Und ich hätte meinen Champion vielleicht sogar bekommen, wenn Darius gepickt hätte, picken hätte können. Ich weiß nicht mal, was meine Kuh macht. Ah ja.
Ich sollte lieber weggehen. Die Strahlen, die tun unglaublich weh von denen. So, jetzt gehe ich einfach den Weg. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Was da ist denn da jetzt? Warten wir mal, nicht, dass da eine kommt. Wobei alle noch, wobei keine fehlt. Oh, ich konnte meine Kuh nicht machen. Wieso nicht? Wie viel Abfindzeit hat die? 17. Ziemlich hohe Abfindzeit. Dann müsste das die Heilung sein, oder? Nein, was ist das denn für ein Blödsinn? Ich habe jetzt die Wege gemacht und das ging nicht, obwohl ich sie bereit hatte. Komisch. Ja, man ist da sehr geändert im Vergleich zu früher. Verändert, meine ich. Ich bin gleich tot. Ich konnte meine W nicht machen. Ich habe meine W gemacht und es ging nicht. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, dass er heilt. Ist mir auch egal. Einfach ganz stupide hier Monster, Minions kloppen. Ihr müsst folgen. Als Darius den Bug hatte, dass er nichts wählen kann, dann hätte ich schon sagen sollen, wir brechen die Aufnahme ab und du machst einen Neustart, Darius, und dann fangen wir die Aufnahme neu an. Das hätte ich sagen sollen. Ich glaube, ich brauche... Ich glaube, ich brauche für die Wii einen Champion als Ziel. Minions gehen offenbar nicht. Naja. Oh Mann. Ich habe sogar noch im Chat gefragt, ob jemand einen der Champions spielen möchte, die ich habe, aber nein. Sie wollen immer nur einen Champion spielen, den ich nicht habe. Da ist es gestorben. So, dann wird jetzt das geskillt. Ich habe Lex, sehr schön. Ich hätte kein Mana, ich könnte rein. Ich habe keine Ahnung, was das eh macht. Das ist irgendwie total komisch. Ich kenne
den Weg. Wenn das überhaupt was macht. Und ich habe mich gerade geheilt. Auch sehr komisch. Darius will sie angreifen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wow, jetzt habe ich einen Gegner getötet. Sehr schön. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Jetzt bin ich wütend. Ach, Mann. Ich glaube, Darius hat gerade jemand sie weggeschleudert und sofort hochgeschleudert. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich hatte jetzt keinen Mana mehr für die Kuh. Schade. Egal. Ja, vielleicht drei davon. Das da, das da. Und dann kaufe ich mir gleich die unerlässlichen hier. Dann kann ich mir das da kaufen. Das da wird abgeändert. In das da. Nichts kann mich aufhalten. Mir fällt gerade auf, dass ich erschöpfen habe. Naja, egal. Ein Verbündeter wurde getötet. Was geht eigentlich der Darius? Der geht auf AP tatsächlich. Lol. Alle verschwunden. Die kommen vermutlich zu uns. Ja, okay, dann gehen wir zurück. Darius will jetzt wahrscheinlich warden. Dann warde ich hier und er dort. Als nächstes kommt das an die Reihe. Irgendwie habe ich jetzt Lags. Gefällt mir nicht. Hallo, ich habe die Ult gerade aktiviert. Boah, da bekomme ich natürlich genau während dem Gank einen Lag. Zum Kotzen. Das macht dieses scheiß Spiel noch beschissener. So, und ich kann mir das immer noch nicht kaufen. Ich bin noch nicht Level 9, also wieder zurück. Interessant, den Rechtsklick hat er angenommen, den Linksklick nicht. Nur noch 3 FPS, sehr schön. Ist ja ziemlich spielbar. Boah, Mann. Ein Gegner wurde getötet. Und ich hatte mich schon so auf die Aufnahme heute gefreut, weil ich mir dachte, ja, jetzt kann einer für alle. Und dann ist es eine zweite Woche da. Was soll der Scheiß? Was macht das eigentlich für einen Sinn, dass man Ping nicht pingen kann?
Aber nicht... Wo bin ich denn jetzt? Aber nicht die FPS-Anzahl. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Aha. Ein Beschwörer ist zurück im Spiel. Natürlich, das Spiel ist natürlich auch noch unfair, weil die nur zu viel gespielt haben. Lol, man kann die Blumen anscheinend pingen. Sehr interessant. Drei FPS. Natürlich unspielbar. Wäre schön, wenn ich jetzt ein bisschen mehr kriegen würde. Ein Verbündeter wurde getötet. Das macht das Spiel noch viel schlimmer. Diese Lags. Aber jetzt ich hier allein, ich spiele da toll. Mit diesen unglaublich schlimmen Lags. Ein Gegner wird. Ich gehe einfach zurück. Und starte die Render Engine mal neu. Wenn ich schon scheiße spielen muss, ein blödes Spiel spielen muss, dann will ich es wenigstens flüssig spielen. So. Nochmal, damit es auch verschwindet. Jetzt wird die Render Engine neu gestartet. Das dauert jetzt ungefähr 10 bis 20 Sekunden. Und dann sind hoffentlich diese Lags weg. So. Nein, ich glaube, sie sind nicht weg. Nein, dann lag es also nicht daran. Letztens habe ich mal in der letzten Aufnahme hatte ich irgendwann mal wieder Lags und dann lag es tatsächlich an Outer City. Wie das überhaupt keinen Spaß macht. Und ein Lag. Ich weiß gar nicht, ob ihm das überhaupt Schaden macht, wenn ich es auf den Boden klopfe. Müsste auf den Drachen klopfen. Naja, egal. Ich glaube, ich nehme noch einen Keks. Mal wieder das da. Und ja, ich glaube, ich teleportiere mich auch zurück. Nein. Ja doch, egal. Lassen wir das einfach. Oh.
Darius lässt du in Ruhe. Jetzt verlieren wir unten den Turm, den hätte ich halten können, aber es ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Das ist sowieso ein scheiß Spiel, sollen wir halt verlieren. Mir gleich. So, und weiter. Oh, diese letzten Nerven auch. Ich erinnere 40 FPS, dann wieder 20, 30, 43, 20, 30, 40, 20, nein, 30, 20, 10. Ach, da will ich nicht rein, ich will ja nicht sterben. Ich geh einfach hier, lass da noch ein Wort da. Darüber ist es auch da. Ich bin auch wütend. Ich folge einfach mal Darius. Und jetzt folge ich ihm wieder. Nö, werde ich nicht, außer es in den empfohlenen Gegenständen. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich würde wahrscheinlich da irgendwo in den Tooltext stehen, aber die lese ich mir nicht durch. Nein. Die werde ich mir sicherlich nicht durchlesen. Sterben will ich auch nicht. Und tue ich trotzdem. Na toll. Terminiert. Ich bin Level 9, jetzt kann ich mir das da kaufen. Dann kaufe ich mir ab sofort auch keine Kekse mehr. Nein. Aufgeben tue ich nicht. Ich gebe nie auf. Auch bei so einem scheiß Spiel nicht. Ein Gegner wurde getötet. So, dann bleibe ich hier mit Darius. Fahre ein paar Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich den anderen noch irgendwie ein Assist bekommen, keine Ahnung wie, aber egal. Darius teleportiert sich. Dann bleibe ich hier bei den beiden. Okay, der eine geht fort, der andere geht runter. Wollen wir einfach mal. Ich glaube, die Lecks sind weg. Das sind drei, da gehe ich nicht rein. Kann er vergessen. Ich kenne den Weg. Ein Gegner ist gottgleich. Da teleportiere ich mich lieber zurück. Ja, ich verkaufe die jetzt. Ist das Darius? Das ist Darius. Dann gehe ich mit Darius mit. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Keine Ahnung, was diese Kristalle Ketten machen, aber ich finde sie komisch.
und jetzt das da. Unser Team hat einen Turm zerstört. Wow. Da ist das dort dann unterwegs. Hab ich jetzt hochbekommen? Lol, Tatsache. Jetzt ist der Shoulder. Er hat ja nicht gesagt, dass er mitmacht. Lol, diese Wort ist perfekt gerade noch am Rande des Dings gesetzt. Was macht er denn da? Ein Verbündeter wurde getötet. Hast dir auch nichts gesagt. Jo. Doch da teleportiert sich zurück, dann mache ich das auch. So, weg mit dir. Was, wenn du schaffst, dass du eine Schicht ein bist, um 21 Uhr? Vielleicht eng. Ich habe gerade gemerkt, dass ich keine Ult zur Verfügung habe. Egal. Ein Gegner wurde getötet. So, dann hole ich mir jetzt noch das hier und das hier. Hatte es gestern leider vergessen. Ja. Hatte gestern leider vergessen, Bescheid zu sagen, dass ich heute aufnehme. Und dann habe ich heute Vormittag Bescheid gegeben. Also Vormittag ist bei mir zwischen 10 und 12. Da habe ich Bescheid gegeben. Ich glaube, nee, vielleicht war es sogar schon kurz nach 12. Und nachdem er bei der letzten Aufnahme schon so deprimiert sich angehört hat, dachte ich nicht, dass er heute dabei sein möchte. Und er wäre jetzt nur noch deprimierter. So, jetzt habe ich gar keine Ahnung, was passiert ist. Seit ich mit Shaw geschrieben habe, ist das komplette Kampfgeschehen, das gesamte Spiel einfach ausgeblendet. Ich weiß auch nicht mal, warum ich hier bin. Aber es scheinen zwei andere hier zu sein, also bleiben wir einfach mal hier. Verdammt, ich war zu weit weg. Ich war leider zu weit weg. Ich wollte so tun, als würde ich darüber flashen und stattdessen flash ich da rein. Und ich war aber, ich glaube, ich stand hier und konnte nur bis hierher flashen. Der andere hat auch absolut keine Lust, Alistar zu spielen. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ich bin hundertprozentig sicher, dass Darius auch grün drückt. Und ich glaube, der mit dem Skin drückt die ganze Zeit ja, auch nein. So, wieso will der jetzt, dass wir ihn supporten? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber es hat funktioniert. Ich habe einen getötet oder war das der andere? Das als nächstes dran. Ja, da, warum? Das würde ich jetzt auch gerne wissen. Ich bitte mich jetzt an den da.
sterben möchte ich jetzt nicht. Oh, ey, ich kann das auch an Minions anwenden. Das wusste ich gar nicht. Woran hat das die ganze Zeit nicht geklappt? Naja, die Minions hier noch fertig machen und dann werde ich zurückgehen. First of all, learn how to write my name. Grossel... Ja, der hat er tatsächlich falsch geschrieben. Oh, es reicht leider nicht. Gehen wir wieder in die Mitte. Ich hasse es, wenn ich den zurückporten sehe. Das macht mir überhaupt keinen Spaß, weil ich mir dann denke. Toll. Weil ich mir dann denke, dass er den Spaß hat und das möchte ich nicht so richtig. Wenn sie jetzt hierher kommt. So. Dann gehen wir dorthin. Die ist zu schnell, die kriegen wir leider nicht. Und dann haben wir sie doch bekommen, weil sie zurückgegangen ist. Ah, Mann, ist mir langweilig. Geh weg, Minion. So. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Schaden. Bisschen leveln, egal. Ist ja kein Mana mehr, wenn das abgeklungen ist. Yep, das ist wohl ein richtig scheiß Spiel. Die waren schon wieder nur zu viert. So, jetzt habe ich das. Jetzt werde ich nachsehen. Das hier kann ich zu dem, der ist hier nicht dabei. Zu dem ist hier auch nicht dabei. Der ist auch nicht dabei. Der ist auch nicht dabei. Und das geht zu dem nicht dabei. Zu dem auch nicht dabei. Ja, dann werde ich die beiden verkaufen. Nacheinander. Später dann. Ich werde jetzt erstmal. Welchen kaufe ich denn? Am meisten Geld kostet der hier, also werde ich den da zuerst kaufen. So. Und dann werde ich mir, glaube ich, das blaue Item kaufen, das blaue Schmuckstück. Euer Inhibitor wird bald wieder aufgebaut sein. Ich bin nämlich an Darius. Oh, Mist. Ich bin nämlich an Darius. Und dann bleibe ich einfach bei Darius. Ich glaube, er möchte bei mir bleiben. Oh, ich habe einen Gegner getötet. Sehr schön. Ich glaube, die ist da lang. Lol. Ja, aber sie ist da lang. Einen Angriff kann ich machen.
Okay, es gehen sogar zwei. Ich habe kein Mana mehr. Ich teleportiere mich einfach zurück. Fertig. Und ich habe schon wieder Blacks. Ah, da geht leider noch nichts. Ah, ich glaube, ich kaufe mir gleich das Blaue und verkaufe das da und dann verkaufe ich das da auch. Und dann kann ich mir das da kaufen und das da auch. Terminiert. Und als nächstes kaufe ich mir das da. Weil das 2700 kostet. Und dann gehe ich jetzt dorthin. Dich kriegen wir oder auch nicht, kommt die trotzdem davon. Ja, also wirklich, euer Inhibitor wurde zerstört. Der hier, naja, wo ist denn Darius? Mein Ding zeigt nach unten. Ach, Darius ist neben mir. Ach, ich habe ja gar keine Worts mehr, stimmt. Naja, egal. Darius, ich glaube, da sollten die beide rausgehen. Vielleicht auch nicht. Wir hätten rausgehen sollen. Naja. So, jetzt kaufe ich mir das da. Wir machen mehr Mana. Der geht mir langsam auch auf die Nerven. Jetzt haben die sowieso einen Ass. Hingerichtet? Wer wurde denn hingerichtet? Main Alistar Mastery 7 Fading Combo. Naja. Also, ich kann mir noch was kaufen. Dann töten wir die mal und ich könnte ein Ward setzen. Ich glaube, den setze ich da rein. Ich glaube, er war es tatsächlich derjenige, der Alistar gewählt hat. Naja. Ich kann mir leider nichts kaufen. Wir haben ja gar keine Inhibitor mehr. Wann haben die denn den Bot-Inhibitor gemacht? Warum brauche ich eigentlich so lange, um hierher zu gehen? Eigentlich habe ich noch die Stiefel der Beweglichkeit. Ich müsste also sehr schnell sein. 450 und trotzdem bin ich nur so langsam. Naja. Ich bleibe bei Darius. Okay, der teleportiert sich weg. Dann bleibe ich doch bei dem. Zack. Wir machen jetzt wahrscheinlich den Baron.
Na, na, na. Doch, jetzt machen sie den Baron. Den wir hier an... Mann, warum haben wir nicht Diana gespielt? Sugar, Yasu. Jetzt ist das quälende Spiel zum Glück gleich wieder vorbei. Lol, habt ihr das gesehen? Ich hab den Minion weggeschleudert. Endlich verloren. Ja, war ein blödes Spiel. Für Darius auch, er konnte seinen Champion, den er spielen wollte, ob es jetzt der gleiche wie meiner oder ein anderer war, vielleicht wollte er Zix spielen, keine Ahnung, der war ja auch zur Auswahl, der konnte seine Meinung keinen Ausdruck verleihen und das war richtig scheiße. Naja. Du musst den Champion besitzen, um seine Meisterschaftstruhe oder Schlüsselfragmente zu bekommen. So ein Scheiß. Genau deswegen hasse ich es, wenn ich Champion spielen muss, die ich nicht habe. Sonst wäre das jetzt richtig geil gewesen, sonst wäre es mir nicht vollkommen egal gewesen. Aber nein! Was hat denn Scholl noch geschrieben? Ach, gar nichts mehr. Das ist dann einfach aufgegangen. Darius, bin einmal auf. Bye bye an alle. Ja, der hatte dann auch keine Lust mehr, nachdem ich so schlecht drauf war. Ja. So, endlich erlöst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute!